Zuerst möchte ich auch einmal recht herzlich alle begrüßen, von Verwandten, Bekannten, Freunde, Familie. Freut mich auch, dass so viele Bürgermeister der schwarzen Farbe anwesend sind. Weil der Beruf Frau von Kehrer hat ja natürlich auch. Die Beweggründe. Ich glaube einmal, dass die Firma gut läuft. Die Firma läuft natürlich nur gut aufgrund der guten Mitarbeiter. Vielleicht auch ein bisschen durch meine Tätigkeit. Und dieses Gebiet Gemeinde Neulenkbach war irgendwie so ein Punkt für mich, wo ich gewusst habe, irgendwie würde mich das reizen und einen Gefallen daran finden. Und die Arena bei einer Wirtschaftssitzung gesagt hat, du, schließen wir uns zusammen, obwohl wir da nicht einmal über das genauer geredet haben. Und das Ganze ist jetzt seit 3 Monaten her, glaube ich. Und dann haben wir den Entschluss gefasst und angepackt und gesagt, okay, probieren wir das in der Lenkbach ein Open Center gemeinsam mit der Arena, mit dem Geschäftslokal zu eröffnen. Welche Öfen hast du hier hergestellt und warum gerade die? Wir haben hauptsächlich diese Wohnzimmeröfen, sprich Pelletsöfen, Holzöfen, sprich Scheitholzöfen. Das Geschäft floriert natürlich aufgrund der hohen Energiepreise, wo die Leute sagen, sie wollen sich natürlich die Gemütlichkeit in das Wohnzimmer bringen und gleichzeitig Energie, fossile Energie sparen. Warum gerade diese Öfen? Sie sind halt das Modernste, was derzeit am Markt ist. Und immer alles, was modern ist, sieht natürlich besser aus, wie man es jetzt einen Ofen reingibt, der schon 3-4 Jahre am Markt ist. Und ich glaube, Öfen, die Wärme speichern, Specksteinöfen, Stichwort, ist natürlich auch eine Investition in die Zukunft, weil es die Wärme einfach irgendwo noch nicht. Es gibt natürlich Öfentypen, die produzieren die Wärme schnell, ja, geben auch die und halten auch nicht lange an, das soll auch nicht sein. Ja, weil wenn ich schlafen gehe, dann muss ich ja nicht jetzt nur 5 Stunden nachspeichern. Andere Öfen speichern natürlich bis zu 12, 14 Stunden nach. Das hat dann halt einen anderen Sinn. Was hast du noch im Programm, außer jetzt die Öfen? Wir haben diese Feuerschalen, die werden wir heute, wenn es dämmerig wird, noch entzünden. Und ganz vorne haben wir dieses Soft-Up, dieses Whirlpool, das was in unseren schönen Schaugarten von der Firma Nentwich exzessiv hineinpasst und das vertreibbar. Gut, danke. Was sind die Beweggründe, dass du mit Markus gesagt hast, okay, hier machen wir eine Kooperation, du kannst dich zu mir rein,
stellen. Das waren die Beweggründe. Also in erster Linie auch einmal super, dass ihr alle da seid. Ich betrachte ja fast jeden hier als Freund. Und wenn das noch nicht ist, dann darf es werden. Mal mir ein Anliegen und ich freue mich auch, dass meine Familie auch zahlreich vertreten ist und hier wirklich die Unterstützung da ist. Warum ich das gemacht habe, mir liegt die Kooperation sehr am Herzen. Generell, das zeigt sich auch vielfach im Wirtschaftsverein, den wir gegründet haben, der drei Gemeinden im Faust, das zeigt sich hier wieder. Und die Idee ist einfach so entstanden, warum nutzt den Platz nicht? Nicht zur Gänze. Ein Makler soll ja draußen sein bei den Immobilien und deswegen ist diese Idee entstanden. Ich frage mal ein bisschen provokant. In erster Linie, welcher Ofentyp bist du? Aber wenn ich jetzt auf deinen Nachnamen-Typ eingehe, ja, Köserli, das ist ungarisch, haben wir vorher gesagt. Ja. Eigentlich hast du einen scharfen Paprika im Blut, du brauchst doch gar keinen Ofen, du bist ja von Haus aus feierlich. Frag meinen Mann. Tja, so hast du schon wieder so kalte Füße und jeden Abend höre ich das. Also irgendwie, ich habe einen Teil Paprika im Blut, ich esse noch viel davon, aber irgendwie geht es nicht bis in die Hände. Es geht nicht. Scheitholz, Pellets, vielleicht dann Öl? Also ich lerne Pellets gerade kennen, sehr praktisch, sehr angenehm. Zu Hause, privat, bitte weg. Ich habe einen Kachelofen, den ich auch sehr liebe, ja, aber er ist vom Preis-Leistungsbereich sind die wahrscheinlich um einiges besser. Würde ich mal sagen, nur zu tun, oder? Dankeschön. Sie haben ein neues Geschäft, eine neue Filiale in der Gemeinde. Auch direkt in der Auslage, kann man sagen, an der Durchzugsstraße. Was sonst noch dazu, dass gerade jetzt ein Ofengeschäft hier in Neulenkbach läuft? Ja. Zuerst sage ich mal herzliches Danke für die Einladung heute. Ich sage ein herzliches Grüß Gott an alle schwarzen Bürgermeister, Baumeister und was. Raufverkehrermeister, Tischlermeister. Also heute ist wirklich ein, was ein Meister gibt, eigentlich fast alles anwesend. Was sage ich dazu? Ein neues Geschäft. Das freut mich natürlich immer sehr. Wenn Neulenkbach, eine blühende Stadt mit blühenden Geschäften und jetzt zusätzlich ein Gemeinschaftsprojekt. Ich finde ganz toll, Gemeinschaftsprojekte, das ist auch ein Stück Energie, was man Energie spart. Das heißt, man braucht nicht große Räume, sondern man nützt Räume auch vernünftig. Daher freut es mich besonders, dass du, Irene, mit der Firma Nepplich gemeinsam ein Geschäft machst. Ein Geschäft für Öfen, moderne Öfen, wie wir gehört haben. Das ist natürlich innovativ, ist auch ein Stück Zukunft. Weil ich bin auch überzeugt, dass genau das in Zeiten wie diesen, man weiß, die fossile Energie wird die nächsten Jahrzehnte, man weiß nicht genau lang, manche sagen, es dauert noch 100 Jahre gut, aber zumindest die nächsten Jahrzehnte wird es auf jeden Fall immer teurer. Daher ist es ganz, ganz toll, diese Kooperation von Geschäften. Welcher Ofentyp sind Sie? Ich bin auch ein typischer Holzheizer. Mhm. Holz deswegen, wir sind vorige Woche dank unseres Stadtrats baumfreundlichste Gemeinde in Niederösterreich geworden. Da gibt es drei Kategorien, Gemeinden bis 5.000 Einwohner, Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner. In dieser Kategorie, wo Neulenkbach ist, sind wir niederösterreichweit baumfreundlichste Gemeinde. Das heißt, und auch heizen mit Holz, wenn man bedenkt, dass circa ein Drittel mehr Holz zuwächst, als verbraucht wird. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir unseren heimischen Rohstoff Holz verwenden, sinnvoll verwenden. Das ist CO2-neutral, das heißt, dafür freut es mich ganz besonders, dass Sie dieses Geschäft gemeinsam mit der Arena hier in der Rheinbach eröffnen. Dankeschön. Ja.